Henri Cartier-Bresson war der Fotograf des letzten Jahrhunderts. Fotografie ohne ihn heute wäre nicht denkbar, so wie wir es heute sehen. Von 1908 bis 2004 hat er gelebt. Wir haben uns dazu entschlossen, auch im Geiste unseres Gründers, Friedensreich Hundertwasser, eine Ausstellung zu machen, die sich mit Reisen beschäftigt. Drei Länder, die er wiederholt bereist hat, immer wieder diese Kulturen besucht, als Beobachter des auch sehr politischen Geschehens begleitet hat. Wir haben 214 Fotografien hier versammelt, aus insgesamt knapp 5 Jahrzehnten seiner Tätigkeit. Was ihn hier interessiert, ist natürlich dieses Paar, aber es ist eben auch dieser fließende Übergang von Armen und Beinen. Also er komponiert im Grunde genommen wie ein Maler. Es interessiert ihn nicht nur das Sujet, sondern es interessiert ihn eben auch die Komposition. Und das ist ganz wichtig in seinem kompletten Werk. Und wenn Sie sich darauf ein bisschen einlassen, dann werden Sie das auch immer wieder sehen. Und deswegen sind seine Bilder auch letztendlich so zeitlos. Meistens so in der Hand versteckt gehabt und dann ist er irgendwie durch das Leben gegangen und hat schnell gezückt, abgedrückt und hat die Kamera wieder versteckt und hat die Leute vielleicht noch schnell angelacht und dann ist er wieder verschwunden. Also er hat eine unheimlich agile Art gehabt, seine Bilder einzufangen und er beschreibt ja das auch in verschiedenen Texten, die man hier lesen kann. Und das hat mich unheimlich fasziniert, einfach diese Präsenz, die er gehabt hat und wie er einfach so die Bilder abgeholt hat, dort wo sie gerade waren, und er sagt ja eben, er hat ja im Sucher hat er komponiert und nicht irgendwie in der Dunkelkammer, also er wollte ja auch immer, dass man die ganzen Negative abbildet, darum dieser schwarze Rand bei vielen Bildern. Nach Indien gelangt Henri Cartier-Bresson wiederum in einem historisch höchst spannenden Moment. Indien erklärt seine Unabhängigkeit. Er hat relativ bald eine Audienz bei Mahatma Gandhi, dem geistigen Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Die zwei wollten sich dann nochmal treffen, 2 Tage später. Und dann kam dieses Attentat dazwischen. Wir sehen also den Gandhi 2 Tage vor dem Attentat und dann unmittelbar danach. Also ich glaube, Henri war dann 2 Stunden nach dem Attentat vor Ort. Der Sowjetunion muss man sich vergegenwärtigen. Cartier-Bresson war zwar nicht der einzige westliche Fotograf, der in der Sowjetunion fotografiert hat, aber nach dem Tod Stalins, als es zu diesem kurzen Tauwetter, vorübergehenden Tauwetter eben während des Kalten Krieges kam, war er der erste und auch namhafteste westliche Fotograf, der dort ein Visum erhalten hat, Gelegenheit bekommen hat zu fotografieren. Es gab bei Henri Cartier-Bresson das Wort des entscheidenden Augenblicks. Diesen entscheidenden Augenblick zu erkennen, gelingt nur, wenn man sich einfühlen kann in die Situation. Man muss ja antizipieren, wann dieser entscheidende Augenblick kommt. Und wenn man durch die Ausstellung geht und wenn sich schon einige von Ihnen das gemacht haben, dann werden Sie sehen, dass die Kraft dieser Bilder genau diesen Moment erfasst hat.